Hallo und herzlich willkommen hier in der Mark Brandenburg auf der Oderinsel bei Küstrin. Das Stück Gewässer, was ihr gerade schon gesehen habt, das ist nicht etwa die Oder, sondern ein Flutgraben. Und ich bin bei dem Niedrigwasser, was wir haben, trockenen Fußes über das Gewässer gekommen. Die Oderinsel ist mittlerweile nicht nur ein schönes Naturschutzgebiet, sondern die hat auch geschichtlich einiges zu bieten. War ja auch zum Großteil bebaut mit der Küstriner Vorstadt und mit einigen Bastionen der Festung Küstrin. Und eine davon möchte ich heute aufsuchen und bin mal gespannt, ob ich sie finde. Es ist mittlerweile ganz schön zugewachsen und dadurch, dass man das hier zu einem Naturschutzgebiet gemacht hat, und auch die Dämme weiter geöffnet hat, damit hier mehr geflutet werden kann, leidet die Bausubstanz nicht nur, sondern das ist auch alles ein bisschen verschlammt und äußerst mückig, mückenverseucht. Dafür habe ich mich hoffentlich bestens vorbereitet. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, kommt mit. Viel Spaß! Ja, wie ihr seht, ganz schöne Wildnis. Ich bin auch nicht der Erste, der versucht, sich hier seinen Weg zu bahnen, wie es aussieht. Mal gucken, ob das Ganze von Erfolg gekrönt ist oder nicht. Ja, da drüben auf dieser Anhöhe, da müssten jetzt noch Reste dieser Bastion stehen. Frage ist allerdings, wie kommen wir da hin? Versuch mal jetzt hier an dem Graben lang zu kommen. Irgendwie muss es ja gehen. Also Leute, gleich zu Beginn. Große Schwierigkeiten. Ein schier undurchdringliches Dickicht. Und Millionen von durstigen Mücken. Drei auf einmal. Ha. Gut. Ich bin schon kurz davor, die Sache zumindest an der Stelle hier abzubrechen. Nochmal zurückzugehen und anders auf die Insel rauf. Ja, ich versuch's noch ein bisschen. So, hier sieht man schon Backsteine herumliegen. Ein Weg ist nicht zu erkennen. Ich habe auch schon Mauern gesehen, ich muss nur noch irgendwie da hinkommen. Tada! Hier haben wir das Eingangsportal. Hier rüber ging mal eine Zugbrücke. Ich guck mal, ob ich hier noch ein bisschen weiter runterkomme. Ja, und ich hoffe natürlich, dass der Weg jetzt nicht umsonst war, sondern dass ich irgendwie dort drauf komme. Da hinten sieht es nämlich so aus, wenn der Graben etwas verlandet. Und dann versuche ich mal auf diese kleine Insel herauszukommen. Eine Insel in der Insel, auf der Insel. Naja.
So, an dieser Stelle ist es vielleicht keine schlechte Idee, mal mit einer Grafik zu arbeiten. Und gleich mal vorweg, der Autor oder Zeichner der Grafik ist hier unten noch eingeblendet. Und alle weiteren Bilder, die noch folgen werden, die nicht mir gehören, sind ebenfalls dann in der Videobeschreibung verlinkt. Momentan stehe ich hier. Ich hoffe, ihr seht das mit dem Mauszeiger. Dann ist hier die Zugbrücke, das Eingangstor und die Mauerreste, die ihr noch begutachten könnt. Die verlandete Stelle, auf die ich hingewiesen habe, ist dann das hier, wo wohl einst mal das mächtigste Gebäude der Anlage stand. Mein erster Blick auf die Insel, auf der die Lünette B steht, war von hier aus. Und ich habe mich dann hier durch den Dschungel geschlagen, bis ich dann hier gelandet bin. So, ich habe jetzt mal versucht, das mal so ein bisschen mit der anderen Kamera aufzunehmen. Wenn auch nur freihand. Aber damit ich wenigstens ein bisschen Bildmaterial habe und jetzt versuche mich weiter durchzuschlagen. Und der nächste Brennnesselwald wartet. So, ich bin drauf. Jetzt werden wir vielleicht mal einen Blick aus dem Fenster riskieren. Habe jetzt mal noch ein paar Bilder geschossen. Oder genau genommen zwei. Mal noch gucken, ob ich hier irgendwas finde auf der Insel. Spannend ist das ja schon. Diese ganzen Überreste alter Tage, wo mal so geschäftiges Treiben herrschte. Und alles ist jetzt ein einziger Dschungel. Was man auch an den Mücken merkt. Da ging es nicht weiter. Schießscharte ist auch zugewachsen. Ja, Herr Specht. Ja. Ist schön überwachsen da mit dem Baum. Ja, dort drüben habe ich vorhin etwas verzweifelt gestanden. Nun bin ich hier und hoffe, ich muss nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen, sondern finden noch einen anderen Weg und dann auch mal einen Wanderweg. Denn ich will ja auch noch zur Oder. Hier noch einen Keller gefunden. Aber ehrlich gesagt, Leute, rein möchte ich nicht. Wir sind hier draußen schon genug Mücken. Dort ist noch ein vergitterter Keller. Ja, wenn ich von hier oben das Ganze so überblicke, wird es mit dem Dickicht nicht weniger. Ich bin gespannt. Das ist ein richtiges Abenteuer heute hier. So, und wenn ich das Dickicht hinter mir habe und die Mücken schwärme, kann ich euch auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wo wir hier sind. Aber jetzt heißt es erstmal wieder Arme hoch und durch.
Dort vorne liegt ein umgekipptes und schon ziemlich zugewachsenes Häuschen. Das ist so eine Art Rasthütte, nehme ich mal an. Und ich bin noch ehrlich gesagt etwas überrascht, wie unzugänglich das ist. Bäh. Ich habe schon mit ein bisschen Wildnis gerechnet, aber nicht so. Ich habe nur alte Berichte gefunden hiervon und da gab es sogar noch Infotafeln zu den Bastionen. Und es sollte auch Wege geben dorthin. Ansätze davon kann man noch erkennen, aber außer einem Ansatz kommt da nicht mehr viel. Das muss ich hier noch irgendwie rausfinden. Den ganzen Weg zurück habe ich keine Lust. Ja, werde ich es mal hier durchs Schilf versuchen. Dort vorne ist ein Jägerstand. Und meistens haben die ja auch irgendeinen Zugang. Ich hoffe nur, dass ich nicht absaufe. Etwas offeneres Gelände erreicht. Noch immer keinen richtigen Weg, aber anscheinend hier den Pfad, wo der Jäger auch manchmal langläuft. Also wenn euch diese Tour jetzt etwas unüberlegt und spontan vorkommt, dann seid ihr gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Also dass ich heute ein bisschen frei habe, das war schon klar. Und ich wusste auch schon, wohin. Das habe ich dann allerdings verworfen, als ich ein Video gesehen habe von Carlino Negro. Das kann ich euch ja mal verlinken. Da geht es allerdings um die Artilleriekaserne von der Wehrmacht und später von der Roten Armee, die ja auch noch auf der Insel steht. Ja, und irgendwie hat mich das total angesprochen. Und ich habe gesagt, ich muss heute zur Oder. Und guck mal die Insel auch mal an. Also an dieser Stelle schon mal liebe Grüße und vielen Dank für die Inspiration. Oh. Ja gut, das jetzt zu sehen, dieses Schild, wo ich mich gerade befunden habe. Ist doch nett. Naja, alles noch heile. Ja, ich folge jetzt so ungefähr einem kleinen Tierpfad und so einer Erhöhung, die mal ein kleiner Deich gewesen sein muss. Na, wer sagt's denn? Ich habe einen Weg gefunden. Wunder, oh Wunder. Und ich sehe die ersten Mauern der Festung Küstrin. Ja. Und kurz davor ist die Oder. Jetzt wollen wir mal richtig ans Ufer. Ach, na sowas. Hier mitten in der Wildnis habe ich dann doch mal eine Infotafel gefunden. Mit einem Bild von der Lünette B. Und die Anlage, ich weiß nicht, ob ihr das seht und ob ihr euch erinnern könnt, wie das aussah, als wir gerade da waren. Sieht auf dem Bild noch so aus, hier mit Zaun und sehr gepflegt. Ja. Wie es jetzt aussieht, habt ihr ja gesehen. So, und hier seht ihr was, wovon ich auch schon geredet habe. Das sind die Anfänge der Artilleriekaserne. Die zuerst der Wehrmacht diente und dann der Roten Armee. Hier ist noch die Zufahrtsstraße vom Wasser aus. Aber das ist mal ein Projekt. Das gehen wir irgendwann anders an. Jetzt geht es erstmal an den Fluss. Ich hoffe, da komme ich auch ran ans Ufer.
So, jetzt sitze ich endlich am Fluss. Kann ein bisschen entspannen. Muss ich auch erstmal, um so ein bisschen drüber nachzudenken, was da noch so kommt. Ich habe gerade gesehen, mein Weg hat mich an ein großes Tor geführt. Und ich bin jetzt noch nicht näher rangegangen, um zu gucken, ob ich da irgendwie durch oder über den Zaun komme. Ich werde schon irgendwie nach Hause kommen. Ja, so ist das. Das macht lieber nicht solche spontanen, solche Ad-Hoc-Aktionen, sondern überlegt euch eure Touren gut. Ja, dann passiert euch sowas nicht. Aber ich hatte heute irgendwie totale Lust darauf, einfach loszustürzen und zu gucken, was kommt. Und ich muss sagen, ist doch ganz schön abenteuerlich. Macht Spaß. Die Mauern, die ihr hier gesehen habt, sind eben die Mauern der Festung Küstrin. Der Bau der Festung wurde auf Veranlassung der Hohenzollern betrieben und ist 1537 begonnen worden. Zuvor schon hatten die Hohenzollern Küstrin zu einer Residenzstadt gemacht. Die eigentliche Stadt war auch dann innerhalb der Festung, also die Altstadt. Das wurde dann nahezu komplett zerstört am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Bastion, die wir so abenteuerlich gesucht haben und auch gefunden haben, die wurde allerdings erst 1860 erbaut. Also eine Erweiterung der Festung. Geht sogar noch weiter, noch vor die Oderinsel, da gibt es noch mehr von diesen Lünetten. Die bekannteste Geschichte, die es so gibt, oder die ich kenne, zur Festung Küstrin, ist die des Hans Hermann von Katte, der Leutnant war bei der preußischen Armee und ein Freund vom Friedrich II. Von Hohenzollern, also Friedrich dem Großen, dem alten Fritz, aber lange bevor der groß wurde und alt. Damals war der junge Fritz, wie viele ja wissen, war etwas nicht ganz so geneigt, sowohl das Soldatenamt oder auch das Königsamt zu tragen und hatte sehr unter der Strenge seines Vaters zu leiden, Friedrich Wilhelm I. Und hat sich viel lieber mit Philosophie beschäftigt, mit Musik, mit Poesie und hatte nicht sonderlich Lust, den Wünschen seines Vaters zu folgen und hat versucht, nach Frankreich zu flüchten. Und dabei hat ihm dieser Leutnant von Katte helfen wollen. Das Ganze ist allerdings aufgeflogen und was für ein Fisch. Und beide sind in Köpenick vors Kriegsgericht gestellt worden, wegen Fahnenflucht. Der Herr von Katte war natürlich, wie gesagt, Leutnant. Und der Prinz Friedrich war natürlich ebenso Soldat in der Armee. Und deswegen hat man sich vors Kriegsgericht gestellt. Ja, und dann kamen beide, das war glaube ich 1730, hier auf die Festung. Das unglücklichere Ende hatte der Herr von Katte, dessen Urteil auf Festungshaft hat der König höchstpersönlich in die Todesstrafe umgewandelt. Zuerst wollte er das sogar für seinen Sohn, aber er hat sich überreden lassen, dies nicht zu tun, hat aber dafür sorgen wollen, dass sein Sohn die Hinrichtung des Herrn von Katte mit ansehen muss. Und da gibt es widersprüchliche Angaben. Einige sagen, er hat es gesehen. Einige behaupten, er wäre schon vorher in Ohnmacht gefallen. Das weiß man nicht so ganz genau. Eine traurige Geschichte, die den Friedrich, glaube ich, auch noch lange beschäftigt hat. Viele werden sagen, grausamer Vater. Aber erstens waren die Zeiten andere. Und zweitens war er König. Und was dahinter steckte, war, dass er nicht nur seine Untergebenen, sondern auch seinen Adel mit den gleichen Strafen bedenken musste oder dachte, er müsste das tun. Und dazu zählte natürlich auch sein Sohn. Ja, eine andere Geschichte von Friedrich dem Großen ist, dass er nach dem siebenjährigen Krieg das zerstörte Küstrin wieder aufbauen ließ und dafür hat man ihn als Dank eine wunderbare Eiche gepflanzt.
mit einem gewaltigen Stammdurchmesser. Die ist heute so circa 250 Jahre alt. Ja, ich werde gucken, dass ich hier noch irgendwie weiterkomme nach meiner Pause und hoffe, ihr konntet meiner Langlaberei ein bisschen was entnehmen, was für euch interessant war. Ja, mal gucken. Ein bisschen bleibe ich hier noch. Aber ich sage euch jetzt schon mal tschüss. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.